Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play hier auf Kais Retro Games. Und zwar heute auf der U7 Erweiterung für Trains 2004. Wir werden uns heute mit unserem wunderschönen Züglein hier mit der Nummer 2501, also einem Fahrzeug der Bauserie F74E. Lieber Skytech, ich bitte, oder auch alle anderen, falls ich falsch liege, mich zu korrigieren. Aber wie gesagt, mit unserem Zug der Bauserie F74E werden wir uns da heute halt eben, wie gesagt, auf der U9 von Rathaus Steglitz in Richtung Osloer Straße auf dem Weg machen. Wie gesagt, ins Leben gerufen wurde diese U7-Erweiterung von Marcel Kuhn und Rüdiger Hülsmann, ist dann aber später als Projekt abgegeben worden halt eben. Die haben sich dann später abgesetzt, sage ich jetzt mal so. Und das wird jetzt halt eben, wie gesagt, von diversen anderen Leuten weiterbetrieben halt eben. Finde ich gut, dass es weiterbetrieben wird halt eben, wie gesagt. Aber wie es halt eben bei Freeware-Projekten auch so ist halt eben, es dauert seine Zeit, bis da Ergebnisse zustande kommen, also sprich, bis da Erweiterungen kommen und alles drum und dran. Aber man muss auch da fairerweise dazu sagen halt eben, es ist gratis, es kostet keinen Cent halt eben, wie gesagt, und einem geschenkten Gaul guckt man bekanntlich nicht ins Maul. So, also wie gesagt, verfügbare Strecken, die es jetzt aktuell schon gibt, die U9 und die U7, an der U5 und U8 wird ja aktuell noch gebastelt in dem Punkt. Ich bin, wie gesagt, auch schon neugierig, was dabei rum oder rauskommt halt eben hier, und da sieht man ja mal ein paar Screenshots halt eben oder auf YouTube halt eben bei den Leuten, die das aktuell halt eben fortführen halt eben. An der Stelle möchte ich auch nochmal Danke sagen an den lieben TRR-Druiden, der mir da performance-technisch weitergeholfen hat halt eben, als das Game, also ich habe es mir geholt und dann, wie gesagt, gab es da diverse Performance-Abstürze halt eben mittendrin beim Spielen, was sehr unschön war. Und wie gesagt, durch die Hilfe halt eben, wie gesagt, seitens einer Person des weiterführenden Entwicklerteams, habe ich da ein paar Einstellungen abgeändert halt eben, und jetzt funktioniert das Ganze fließend halt eben, und da möchte ich nochmal Danke für sagen auf jeden Fall. Kommt gerade eine Hartonne reingefahren. Aber gut, nehmen wir unseren Zug erstmal in Betrieb. Die H-Wagen, wie ich aktuell jetzt bis jetzt weiß, halt eben sind so an sich noch nicht vernünftig spielbar, möchte ich mal sagen. Halt eben, man kann sie fahren, aber halt eben, wie gesagt, mit dem F-Führerstand, und das ist ja auch nicht so ganz berauschend. Gut, aber nehmen wir unseren schönen Zug hier erstmal in Betrieb. Hinten mal einen Schaltkasten ran. Das hier einschalten. Den Zugfunk lasse ich da jetzt bewusst aus, sage ich jetzt mal aus der Begründung, weil ich den eher als störend als hilfreich empfinde. Muss ich dazu sagen, also ich finde das jetzt nicht unbedingt hilfreich. Gut, unser Zug leuchtet drin, passt, also Zugbeleuchtung ist an. So, wir wollen ja in Richtung Osloer Straße fahren. Da muss ich mal kurz auf die Tabelle gucken. Von der U9. U9 ist hier, so. Also wir haben entweder 39 Richtung Rathaus Steglitz, beziehungsweise oder 934 in Richtung Osloer. Also wenn wir 934 nehmen, weil wir ja Richtung Osloer unterwegs sind. So, 9, 3 und die 4. Drücken wir mal rein. Pop, so. Jetzt wird er dann anfangen, oben umzuschildern. Sehen wir schon halt eben, wie gesagt, also Zugzielanzeigen für die U5, für die U8, sowie die U9 und U7 sind schon hier mit drin. In den Punkte kann man oben schon einstellen. Wie gesagt, für das Schildstand, dass nicht Hauptbahnhof, sondern leerter Bahnhof oben drin steht, finde ich auch sehr schön in den Punkte. So, aber fahren wir erstmal ein Stückchen vor. Zur Vorwarnung halt eben für alle, die U7 hier schon gefahren sind in den Punkten. Auf der U9 ist es so, hier sind Zuggeschwindigkeitsmesser scharf geschalten auf der Strecke. Das heißt, wenn man die mit etwas mit erhöhtem Tempo überfährt zum Thema, ballert er einem gleich die Notbremsung rein, und um dem entgegenzuwirken, halten wir uns da lieber brav an die Geschwindigkeitsbeschränkungen, die uns da auferlegt sind, dann haben wir da auch keine Probleme. So, wir fahren in die Station Rathaus Steglitz ein, während er oben noch schildern tut. Jetzt ballert er gerade die U8 durch. Oben bei den Zielanzeigen. Oder bei der Zielanzeige. Also wir haben hier wieder klassisch Inge Metz-Ansagen, halt eben, gut, Inge Metz, die Legende, sage ich jetzt mal, halt eben, schickes Telefon. Und halt eben, wie gesagt, die kennt jeder, also wer in den 90ern in Berlin aufgewachsen ist, sage ich jetzt mal, in dem Punkt, wird ihre Stimme unverfehlbar kennen.
Und ja, wie gesagt, halt eben, wir haben ja Ansagen drin für die U9, für die U7, aber für die U9 halt eben funktionieren sie nur begrenzt, möchte ich sagen, halt eben, weil bestimmte Bereiche halt eben, wie gesagt, das werden wir jetzt gerne auf der Strecke merken, halt eben, obwohl wir richtig geschildert haben zum Thema, läuft das noch nicht ganz so rund, aber gut, das sind Kleinigkeiten, die werden sicher noch ausgebessert werden. Ich hoffe mal drauf. Und ja, wie gesagt, so. Fahrgäste sollten alle drin sein. Die Tür mal zumachen. So, weiter geht's. Jetzt kriegen wir schon die Ansage in Richtung Osloer Straße. Und Nauner Platz wäre aber die Station nach Osloer Straße, wenn wir aus der Gegenrichtung kommen würden. Infolgedessen nicht ganz korrekt in den Punkten. Vielleicht wird das noch überarbeitet in den Punkten. Vielleicht habe ich mich aber jetzt auch hier verstellt in den Punkten. Kann gut sein. Glaube ich aber eher nicht, weil wenn ich 930 angegeben hätte, hätte ich Rathaus Stegels oben geschildert. Bloß von da fahren wir ja weg in Richtung Osloer Straße. Ich hoffe, das wird wie gesagt noch behoben. Ich hoffe es. Aber wie gesagt, abwarten, Tee trinken. So, nächste Station ist dann die Schlossstraße. Finde ich, wie gesagt, eine meiner Lieblingsstationen. Ich finde diese Mischung aus nacktem Rohbeton und diesen blauen Verkleidungen, aber auch diesen gelben Verkleidungen rund um das Rohr, was da oben langläuft, finde ich persönlich an sich echt toll gelaufen. Man sieht aber an der Station hier auch echt schön, dass hier ursprünglich mal hätten... dass hier ursprünglich auch noch ein anderer Zugverkehr hätte auf derer Seiten sein sollen, aber das ist irgendwie wohl nie bis heute realisiert worden, deswegen sind die Gitter auch heute noch da. Finde ich eigentlich schade drum, aber gut, ist halt so, kann man nicht ändern. Auch ein besonderes Merkmal von Berliner U-Bahn-Strecken, halt eben bedingt dadurch, dass man ja in die S-Bahn boykottiert hat, zum Thema hat man trotzdem den U-Bahn-Bau im Westteil der Stadt halt eben weiter betrieben und dementsprechend halt eben haben wir heute viele Bus- und U-Bahn-Linien halt eben parallel zur S-Bahn-Trasse verlaufend. Die gesonderte Situation, aber dafür, dass man halt eben U-Bahn und Bus so extrem gefördert hat, hat man halt eben dementsprechend den Straßenbahnverkehr dann irgendwann ab den, in den 60er Jahren eingestellt, halt eben wie gesagt in den Punkt und hat bis heute auch nicht wirklich ein Straßenbahnnetz im Westteil der Stadt mehr, das noch irgendwo verfügbar wäre halt eben. Ja, es gibt die Route über Wedding halt eben, wie gesagt, aber es ist eine Linie. In den Punkte oder zwei, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre oder täusche in den Punkte. Ich wohne ja nun auch seit 2012 nicht mehr in Berlin und von daher, ja. Zurückbleiben bitte. So, weiter geht's. Der Punkt ist der, dass er hier natürlich davon ausgeht, weil ja hier auch die Ansagen darauf gehen, dass nur Zugverkehr zwischen Günzelstraße und Osloer Straße stattfindet, halt eben haben wir auch die Ansagenbus dazwischen, zwischen diesen beiden Stationen. Es ist einfach so, ich kann es nicht ändern. Ja, er geht jetzt natürlich ansagentechnisch davon aus, dass wir jetzt Osloer Straße schon sind, was wir aber nicht sind halt eben, wir sind gerade mal an der Station Walter Schreiber Platz und wie gesagt halt eben, ja, die Punkte. Muss sagen, war heute auch relativ schockiert, möchte ich mal dazu sagen. Ich war heute einkaufen gewesen und ich habe einen Scheiß eigentlich auf gut Deutsch eingekauft. Ich meine, wir reden von nicht einmal, also ich habe jetzt ein halbes Kilo Tomaten habe ich eingekauft, die inzwischen... Ein Kilo anständiges Tomaten ist ja inzwischen auch schon teurer als ein Kilo Fleisch zum Thema. Und das braucht aber mehr. Und die Tomaten bestehen aber nur zu 99% aus Wasser. Nur mal so als Info zwischendurch. Und ich find's lustig, ich habe ein halbes Kilo Tomaten gekauft gehabt. Vier Schrippen auf gut Deutsch. Also jetzt nicht direkt Schrippen, sondern da war eine Schrippe mit bei. In Mohnbrötchen, ein Vitalbrötchen und ein Kürbiskernbrötchen. Und...
Dazu halt eben noch Kaffee um 8,99 €, ist ja was ja auch saugeschenkt ist. Und ja, das war schon im Großen und Ganzen. Ja, und dazu habe ich mir halt eben noch ein Schnellgericht geholt, halt eben, weil ich heute doch recht viel von der Planung her wenig Zeit habe. Und wie gesagt, halt eben, das war kurz nach der Physiotherapie, die ich wegen meinem gebrochenen Knie habe. Und war dann ganz erstaunt, halt eben, wie gesagt, 18,41 € in dem Punkt. Ich meine, wenn ich das aufrunde, hätte ich einen Kaugummi dazu gekauft, wäre ich bei 20 € gewesen. Ich meine, wir reden hier entspannt von 20 €, ja. Das sind umgerechnet in dem Punkt, auch wenn das immer heißt, das soll man nicht tun in dem Punkt, doch, aber gerade erst recht. Denn wir reden hier entspannt von 40 Mark West. 40 deutsche Mark. Wenn ich das umrechne im letzten Umrechnungskurs, wenn ich das in Ostmark umrechne zum Thema, sorry, vom gleichen Geld hättest du dir damals deine Miete bezahlen können zum Thema, da wäre die Monatsverpflegung mit drin gewesen und das Thema war erledigt. Jetzt zahlst du so viel schon für ein Frühstück, für ein anständiges. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Also, und die Qualität der Lebensmittel in dem Punkt hat ja auch an Wert verloren über die 30 Jahre seit dem Fall der Mauer, ja, also. Aber daran siehst du immer, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. So, fahren wir weiter. Drüben fährt wieder eine Haartonne gerade drin. Also, das, wie gesagt, an dem Punkt, du merkst langsam halt eben, wie gesagt, das Leben wird für immer weniger Leute leistbar. Ich meine, den Eisberg haben wir mit unserem, ja, mit dem Schiff genannt Kapitalismus schon 2008, 2009 gerammt in dem Punkt, wo es jetzt merkst, dass der Kahn beginnt abzusaufen. Du merkst es, wenn du um dich rumschaust, wenn du mit den Leuten sprichst, merkst du es langsam. Die Leute spüren, dass was nicht stimmt, dass das Schiff langsam Schräglage kriegt, halt eben, weil der Kahn über dem Bug langsam beginnt zu sinken. Und diejenigen, die das natürlich spüren, die war damals schon, ich drück's mal vergleichend aus mit der Titanic, könnte man auf gut Deutsch sagen, die Leute, was damals eigentlich im Endeffekt schon in der dritten Klasse kaum was zu fressen haben und auf ein besseres Leben gehofft haben, könnte man auf Deutsch sagen, wie die Auswanderer damals, ja, die sind jetzt natürlich vorne in dem Bereich vom Schiff, wo schon das Wasser reinkommt, an den Punkten. Die sind genau da, an den Punkten. Und die fangen jetzt an, ums nackte Überleben zu kämpfen. Und wie gesagt, an dem Punkt, du merkst es halt eben. Man spürt es an allen Ecken und Enden langsam in der Gesellschaft, kommt das langsam an. Und bei der Titanic war das gleiche Spiel. Da wollte auch keiner wahrhaben, dass der Dampfer sinkt. Bis zuletzt. So, Friedrich-Wilhelm-Platz erreichen wir hier gerade. So, hopp, Türen auf. Nein, also wie gesagt, man merkt schon halt eben, wie gesagt, langsam an dem Punkt, dass das ganze Spiel langsam sich nicht in die gute Richtung, sondern eher Richtung seinem, dass das System langsam auf sein Ende zusteuert. Man merkt es deutlich. Denn, wie sagt man immer so schön, je näher ein Staat an seinem Ende ist, umso wirrere Gesetze erlässt er. Oder wie hat Bertolt Brecht mal gesagt gehabt, halt eben, ein Staat, der am Ende ist zum Thema, macht am Ende alles falsch und somit gesehen eigentlich alles richtig. Weil dadurch merken ja die Leute erst zum Thema, dass es soweit ist. Also, wie gesagt, man kann viel spekulieren, aber ich bin der ehrlichen Überzeugung zum Thema, du merkst langsam, dass wir erreichen langsam einen Punkt zum Thema. Ich bin, wie gesagt, was mich in den Punkten eher bewegt, ist die Frage, wann ist der Punkt erreicht in den Punkten, wo es den Leuten reicht, wo ihnen der Kragen platzt. Aber das werden wir alles sehen noch in den Punkten, da kann man noch abwarten. So, weil gerade in so großen Ballungsräumen wie Wien und Berlin, wo doch halt eben viel mehr Menschen auf engerem Raum leben und wo auch die Spanne zwischen Arm und Reich so riesengroß ist in den Punkten, gerade da merkst du das am deutlichsten. Aber was redigt, das ist ja alles nur hier Schwurbel in dem Fall. Soll man lieber nicht zu laut aussprechen, am Ende holen sie dich nachher noch. Nein, wie gesagt, aber trotzdem halt eben nicht, dass YouTube nachher das Video sperrt zum Thema, weil Diskurs über bestimmte Bereiche ist ja auch nicht mehr ganz so erwünscht.
So. Bundesplatz. Ja, ansonsten habe ich mir gestern in Ruhe mal Udo seinen Livestream noch angekickt. Halt eben, wie gesagt, in dem Punkt sehr unterhaltsam, wie immer, Udo. War echt angenehm zum Gucken. Gibt's nichts in dem Punkt halt eben. Und ja, von der Gesellschaftskritik her, da bin ich ganz bei dir, mein Großer. Da ich sehe das Gleiche wie du. Da bin ich mittlerweile ganz ehrlich in dem Punkt, aber es ist auch nicht mehr zu ignorieren. Macht der gerade ein Selfie von sich mit seiner Alten? Das sieht ja so aus, gell? Weil der Arm ist da so oben. Ich meine, oben fehlt noch das Handy, aber trotzdem. So. Ich hätte vielleicht mal die Bremse schon ein bisschen früher lösen sollen. Jetzt müssen wir wieder warten, bis der Bremsdruck sich wieder soweit hier geregelt hat. Heizt wieder schön mit Elan voll durch den Tunnel. Ja, neueren Entwicklungen gibt es eigentlich nicht exorbitant viel, halt eben, wie es halt an den Punkte. Also games-technisch jetzt. Ja, ich habe mir erlaubt, halt eben mal wieder ein paar neue Repaints zu erstellen in den Punkte. Das werde ich dann auch demnächst wieder mal in Videos vorführen, halt eben, wie gesagt. Aber ihr wisst ja auch bekanntlich halt eben alle, was ich persönlich jetzt von meiner Warte her für Open Rails und MSTS erstelle, ist für jeden dann auch frei wieder zugänglich in den Punkte. Weil ich lege immer Wert darauf, halt eben, dass alle was davon haben in den Punkte. Weil wenn ich was mache, soll das auch für alle sein. Wie gesagt, ich gebe die Züge dann immer ganz gerne an Marcel weiter, an unseren lieben Skytech da weiter zum Austesten halt eben, wie gesagt, in den Punkte. Der kickt sich dann an, macht dann ein Review fertig, gibt mir ein Feedback, sagt okay, dit und dit. Und dann, wie gesagt, halt eben in den Punkte, dann wird das Ganze veröffentlicht. Aber das hatte ich gerne im anderen Video auch schon mal gehört, das ihr habt. So, Türen zu, fahren wir weiter. Plack. So, ab jetzt. Ich meine, was ich ja aktuell in der Diskussion auch so interessant finde, ist ja die Nummer mit dem Bürgergeld. Das Problem ist, ist ja das halt eben, wie gesagt, in den Punkten, wenn sie das zu hoch bemessen in den Punkten. Und darauf wird es auch wahrscheinlich, ja, wie gesagt, in den Punkten hoch bemessen, ist immer leicht gesagt in dem Fall. Ich sag mal eher so in den Punkten, je nachdem, welche Höhe da bemessen wird zum Thema Bus letzten Endes, wenn dann derjenige, der das zu bekommen hat, feststellt, dass ihm mehr in der Tasche übrig bleibt, wenn er Bürgergeld kassiert, anstatt arbeiten zu gehen. Na, für was wird derjenige sich wohl denn entscheiden? Sagen wir mal eher so. Und wenn derjenige dann aber sagt zum Thema, nö, bevor ich mir jetzt hier sinnlos die Hucke voll arbeite zum Thema und dann aber weniger unterm Strich habe, als wenn ich Bürgergeld kassiere, naja, klar würde er dementsprechend dann Bürgergeld kassieren wollen. Das ist ja ganz logisch in den Punkten. Man muss immer bedenken halt eben, was das für Folgen haben wird in den Punkten. Weil der Punkt ist der, wenn dann die alle ihre Jobs kündigen in den Punkten, das sind nämlich genau die Arbeitskräfte, auf die die mittleren und kleinen Unternehmen setzen in den Punkten. Und die werden dann ihre Mitarbeiter verlieren in den Punkten. Sie können günstigere Arbeitskräfte einstellen, aber die Frage ist ja die halt eben, wie lange wird die günstige Arbeitskraft machen, bis sie nicht auch irgendwann Bürgergeld will. So, und dann verschwinden diese Firmen vom Markt, dann ist Ruhe und dann bleiben nur noch die Großen über zum Thema. Und dann wisst ihr, wie viel Arbeit, und allein, dann haben wir so viel Arbeitslose dann nachher im Endeffekt zum Thema. Also, wie gesagt, in dem Punkt, ich halte das Ganze für eine zielführende Politik dahin, wirklich die kleinen Leute in der Wirtschaft umzubringen. Also die kleinen Firmen und Unternehmen halt eben, die Selbstständigen wie halt eben auch die kleinen. Ich halte das wirklich genau dafür. Sehr geehrte Fahrgäste, es besteht kein Zugverkehr zwischen Rathausstufe
Und das halte ich, wie gesagt, für das Gefährliche dahinter. Und wie gesagt, weil wir 2008, 2009 zwei Gesetze erlassen wurden, die aber komplett ausgehöhlt wurden und man dadurch die Börse nicht reguliert hat, beziehungsweise den Finanzmarkt, haben die genauso weitergemacht wie vorher. Und der Punkt ist jetzt der, wenn jetzt noch einmal wirklich der ganze Laden wirklich nochmal an der Börse einen großen Sprung nach unten machen sollte, aber wirklich einen richtig schönen Abstürzer, na dann gute Nacht, Marie. Also wir leben wirklich in spannenden und sehr, sehr interessanten Zeiten. Also das, wie ihr seid an dem Punkt, das wird noch ganz, ganz interessant. Aber gut, wir bauen erstmal lieber ein neues Kanzleramt. Das ist wichtig, ja. Mit Hubschrauberlandeplatz und Kita. Ganz wichtig. Und was sind schon 770 Millionen Euro? Das ist ja Pappnese, das ist ja Pillifalli, das ist ja... Ach, das ist doch nichts. Jetzt sind ja Peanuts, wir haben es doch. Wir haben es doch, wir müssen es haben, sonst wollen wir doch nicht machen. So, Spichelstraße. Achso, ich weiß ja nicht, ob ich das erwähnt hatte. Wir befinden uns ja hier um das Jahr 2000, beziehungsweise in der Zeit kurz danach. Und das war ja halt eben, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, als Berlins U-Bahn ihr 100-Jährige gefeiert hat. Und deswegen hat unser Zug nämlich auch hier vorne sind 100 Jahre drauf halt eben. Und wir auch halt eben Berliner U-Bahn die ersten 100 Jahre in den Punkte. Davon gibt es auch noch auf eBay Pin-Ups und Sticker zu ergattern halt eben. Das ist ja damals auf der Festveranstaltung da auch verteilt worden, alle zu Pipapo. Wir sind in den Punkten, ja, wünschen mir der U-Bahn halt eben in den Punkten, auch wenn das Management aktuell nicht gerade das allerbeste ist, ja. Das gleiche gilt aber auch für die S-Bahn. Hoffen wir trotzdem, dass sie nochmal 100 Jahre schafft. Zu wünschen wäre es ihr, aber wie gesagt, ob es Realität wird, warten wir ab. Zu wünschen wäre es auf jeden Fall. Sind wir schon langsam flackern von der nächsten Station da hinten? Ich glaube, ich bin mir jetzt ja nicht sicher, aber der Bahnhof Zoo ist, glaube ich, ja nicht mehr so weit weg. Wie gesagt, ich bin auf dem Insulaner nie wirklich, muss ich dazu sagen, viel U-Bahn gefahren. Also, wenn es war die U5 da eher so die Richtung, die Strecke, wo ich unterwegs war. Ein paar Mal ja halt eben, wie gesagt, aber auch nicht sehr extrem oft. Maximal bin ich damals U-Bahn gefahren auf den Insulaner, beziehungsweise, also für das Wort ist halt eben, was das kennen auch die alteingefleischten Berliner, auf den Insulaner, also auf West-Berlin. Weil, als ich dann damals halt eben in der Vorausbildungszeit war, hatte ich ja mein berufsvorbereitendes Jahr und da habe ich dann halt eben, wie gesagt, für die Firma, für die ABU und für D&B halt eben gearbeitet halt eben und da bist du dann halt eben an verschiedene Firmen weitererreicht worden, sag ich jetzt mal so halt eben, damit du Fachpraxis erwerben konntest. Und, da war ich dann halt eben Ulanstraße und so weiter. Und das war dann halt eben so die Situation, wo du halt eben doch in der Zeit halt eben vermehrt mit dem U-Bahn-Verkehr im Westteil der Stadt und unterwegs warst, in der Früh und auf Nacht. Aber ansonsten halt eben war ich dann doch vermehrt eher im Ostteil der Stadt unterwegs, sag mal so. So, weiter jetzt. Bevor ich jetzt hier zu Trains gekommen bin mit U7 und Co., habe ich dann doch immer eher World of Subways gespielt. Jetzt kommt's so. Genau, zoologischer Garten. Und eine sehr schöne Station eigentlich.
mal, Juno-Zigaretten wäre. Ist ja noch richtig alt. Mein Gott. Das ist ja so wie F6, wie F6-Werbung im Osten halt eben. Oder Karo. Oder meine Sorte. Gibt's glaube ich so ja noch. Jetzt beißen sich gerade die Sounds, jetzt haben wir das schön rausgehört. Jetzt hat man gemerkt, dass es den akustisch halt eben überschnitten halt eben, weil ihm das zu viel war. Wie gesagt, jetzt sind performance-technisch noch ein paar Sachen, an denen sollte man eventuell noch ein bisschen rumbasteln, wie gesagt, in dem Punkt, aber ich hoffe mal im positiven Sinne, dass die Leute das noch machen werden und ja, wie gesagt, in dem Punkt, ich warte einfach ab. Ich lasse mich das Ziel echt überraschen. Was ich heute uninteressant war, wie ich heute von meiner von der Physiotherapie halt eben, wie gesagt, zurückgekommen bin. Wie gesagt, in den Punkten, für alle, die noch nicht wissen, halt eben, ich wohne ja halt eben in Österreich, halt eben, wie gesagt, in Wien-Umgebung. Ich hatte ja vor 10 Monaten einen Arbeitsunfall gehabt, halt eben, und habe mir dabei die Kniescheibe gebrochen. Und wie gesagt, in den Punkten, seitdem bin ich jetzt halt eben, wie gesagt, auf Behandlung, Physiotherapie etc. Und wie ich heute von der Physiotherapie nach Hause gefahren bin, halt eben, wie ich dann von der Autobahn runter bin, halt eben, habe ich dann Richtung Himberg unten gesehen. Ihr habt halt eben auf dem Kreisverkehr zwischen Leopoldsdorf und Himberg, für diejenigen, die aus Österreich mir hier zukicken, eine schön riesengroße Kolonne von Bundeswehr-MAN-Trucks. Ja, Bundeswehr, nicht Bundesheer, sondern Bundeswehr. Also getarnte Friesen-LKWs mit Balkenkreuz und Co. oben halt eben hinten. Jede Menge Schützenpanzer, Marder oben drauf. Also, jetzt mal ganz ehrlich zum Thema. Wenn immer von unseren Eierköpfen hier gesagt wird zum Thema, Österreich ist neutral in dem Punkt, ganz ehrlich, was suchen dann Militärtransporte auf unseren Straßen? Das gleiche ist, wie wenn da am Bahnhof Grammat-Neusiedl halt eben, beziehungsweise zwischen Himberg und Grammat-Neusiedl, am Bahnübergang mit dem Auto in der Früh stehst zum Thema und im morgendlichen Nebel oder auch nachts halt eben, wie gesagt, donnert dann der Güterzug da entspannt durch. Oh, voll beladen mit Militär-LKWs und allem möglichen an Fahrzeugen. Nachts am Wiener Hauptbahnhof die schweren Panzer da durchgeführt werden. Das kann nicht sein. Das kann echt nicht sein. Da muss ich wirklich mal das Maul aufmachen an der Stelle und sagen, so geht's nicht weiter. Das kann nicht wahr sein. Wenn wir neutral sind, darf sowas überhaupt nicht sein in den Punkten. Punkt. Sowas darf nicht sein, dass über neutralem Boden Waffen transportiert werden. In dem Punkt. Sei ganz ehrlich, wie es ist zum Thema. Also wenn es wirklich mal wumsen sollte, ganz ehrlich gesprochen zum Thema. Und jetzt sollte uns dann auch treffen zum Thema. Jetzt ist keine Legitimation mehr dafür, da zum Thema zu sagen, wir waren doch neutral. Nee, Kinders, mit solchen Aktionen im Hinterzimmer, nee, sorry, man kann sich auch selber widersprechen, aber das ist halt eben die Doppelmoral, die halt eben im Westen herrscht, das ist einfach so, Punkt. Wasser predigen und Wein saufen. Ja, ansonsten gibt es ohne weltbewegende 4 neue halt eben, wie gesagt, in den Punkten. Also, wie gesagt, im Bereich Games und Co. halt eben, wie gesagt, hat sich jetzt nicht exorbitant viel getan. Ich meine, das Video wird jetzt hier, wird in der 2. Dezemberwoche ausgestrahlt werden. Aufnehmen tue ich's, also aufgenommen ist es jetzt, wird es jetzt gerade am 15. November. Den Tag schreiben wir da heute. Und wie ihr sagt halt eben. Ah, jetzt hat er mir die Bremse reingeballert, oder? Nee, doch nicht. Der Zeiger hinten nach oben. Habe ich ein bisschen zu kräftig gebremst. Und ich war mir wegen dem Geschwindigkeitsmesser jetzt nicht sicher, ob ich da nicht zu schnell dran war. Alle sitzen am Handy, außer Peter, der Verräter, ja. So ein schönes Plakat. So. Machen wir auf hier die Türen.
Schön gemacht, finde ich auch in den Wagen hier den Innenraum. Ich liebe ja diese Holzvertäfelung, möchte ich dazu sagen. Die finde ich echt schön, weil in dem Punkt, ich finde, das hat so einen warmen, gemütlichen Einladen. Also, so, wie soll man sagen, das ist einfach warm und gemütlich, einfach einladend. Ja? Das, was sie jetzt mit diesem Weiß haben, das finde ich, also, oder mit diesem Grau, kann man mögen in dem Punkt. Meins ist es nicht in dem Punkt. Ich finde, das wirkt alles so neutral, so leer. Irgendwie, das wirkt irgendwie nicht, wie soll ich jetzt sagen, gemütlich ist was anderes in meinen Augen, wenn ich ehrlich bin. Aber das, wie gesagt, um solche Sachen kann man ja bekanntlich streiten. Schön finde ich auch hier noch die Urban Jungle Sitze halt eben, wie gesagt, in dem Punkt, aber mit dem ist man, das kennt man, das ist, man ist jahrelang drauf gesessen, also jahrzehntelang möchte man schon sagen, ja, also von daher, so, mal die Türen zu, fahren wir weiter. Fahren wir aus der Turmstraße raus. Und wieder vergessen, den Bremshebel rechtzeitig umzulegen. Naja, die Kleinigkeiten halt. Die kleinen Sünden des Betriebsalltages. Plopp. Wie gesagt, in die Uber-Materie lese ich mich so langsam rein, halt eben, wie gesagt, in den Punkte. Deswegen, wenn ich mal falsch bei irgendeiner Info lege, bitte korrigiert mich. Ihr könnt mir das gerne jederzeit in die Kommentare schreiben. Ihr wisst, ich diskutiere gerne. Beziehungsweise bin ich aber auch sehr kritikfreudig in den Punkte. Also, in den Punkte. Und ich freue mich auch immer, wenn ich mit meinen Abonnementen halt eben, wie gesagt, in dem Fall halt eben einen guten Kontakt wahre und halte. In dem Fall halt eben, weil ich möchte auf eure Programm. Wünsche beziehungsweise auf eure Anregungen oder sonst irgendwas immer ganz gern eingehen, halt eben wie gesagt, denn ich mache das Programm ja letzten Endes für euch. Weil am Anfang habe ich den Kanal ja angelegt, ihr habt halt eben und habt dann gesagt, okay, ich mache jetzt mein Ding halt eben, wie gesagt, in den Punkte und dann habe ich gesagt, okay, wie dann die ersten Abonnenten kamen, haben die dann gefragt, okay, wie schaut's denn da aus, kannst du mal dit und dit machen und dit mal zeigen in den Punkte und so kam das denn. Und dann habe ich halt eben gedacht, okay, MSTS spiele ich ja eigentlich auch vorwiegend halt eben bis heute noch in dem Fall, aber der sagt, okay, dann werde ich da auch ein paar Let's Plays mit reinnehmen. Das traf auf eine relativ positive Resonanz. Der Virtual Sailor Vehicle Simulator kam dann dazu. Jetzt Trains halt eben in dem Punkt. Da bin ich auch angeregt worden, ob ich das nicht mit drin nehmen kann halt eben. Und dann habe ich gesagt, gut, okay, wir werden mit drin nehmen. Und wie gesagt, in dem Punkt, es hat sich alles so gefügt halt eben in dem Punkt, weil das immer alles Anregungen waren halt eben derer Leute, die mir jetzt hier beim Zocken zuschauen und die sich meine Videos anschauen und die liken oder wie gesagt, und kommentieren. Und wie gesagt, das möchte ich ganz gerne einfach in Zukunft auch so weiterbehalten halt eben. Denn wie gesagt, das Programm soll euch ja gefallen in dem Punkt. Es bringt ja nichts, wenn ich jetzt zu meinem Vergnügen da einfach irgendwas reinballer zum Thema und in dem Punkte, ja, das wäre einfach nur egoistisch aus meiner Sicht. Und deswegen seid ganz ehrlich, wie es ist. In dem Punkte, wie gesagt, weiter reg schreiben in dem Punkt. Ich freue mich da über jeden, der dann mit mir Kontakt aufnimmt in dem Punkte und sagt halt eben zum Thema, er wünscht sich dies, er wünscht sich das. Kein Problem, gerne. Wie gesagt, ich bin auch immer ganz gern bereit, kostenlosen Content hier zur Verfügung zu stellen. Das ist alles kein Problem. Nur bei Payware-Sachen halt eben, wie gesagt, in dem Punkt, da muss ich euch ganz gerne immer enttäuschen, halt eben, wie gesagt, das werde ich niemals reinstellen in dem Punkt, weil ganz einfach zum Thema in dem Punkt, wenn es Payware ist, ja, dann, Punkt, dann muss man sich das käuflich erwerben, dann ist es einfach so in dem Punkt. Ich umgehe da jetzt auch nicht einfach die juristischen Schranken, sag jetzt mal so. So, Westhafen. Sind wir schon wieder bei einer Station, die S-Bahn streift. Monsieur Heinrich Heine. Was steht da? Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten. Geboren, sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen. Ja, Heinrich Heine. Aber auch ein schönes Design mit den Fliesen und mit allem. Auch schön dieses Geräusch, wenn der Zug so in der Kurve so durchdröhnt.
meine, welche U-Bahn-Linien ich immer ganz gerne in Anspruch genommen habe, auf den Insulaner war ja immer ganz gern die U2 halt eben, die zum Gleisdreieck führt halt eben, weil ich ja auch immer ganz gerne Technikmuseum gegangen bin in dem Punkt, da liegt, aber gut, das wisst ihr ja, ihr seht es ja anhand meiner Videos, ich bin halt eben sehr technikbegeistert in dem Punkt, sonst würde ich auch solche Simulationsspiele ja nicht spielen, vorzugsweise, ja, wie gesagt, und deswegen in dem Punkt da halt eben, waren das eher so die Routen, sag ich jetzt mal, auf denen ich da eher so unterwegs war halt eben. So. Die Amruner Straße haben wir jetzt erreicht. Also für mich klingt das immer wie ein Schaf. Wobei, ich sollte alles schon gegeben haben. Weil ich kenne da auch jemanden zum Thema, der da ein sehr, sehr guter Freund in dem Punkt, einer meiner besten, möchte ich dazu sagen, in dem Punkt. Der gute Mann hat auch einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, möchte ich dazu sagen. Also, das sind Freunde, auf die es immer Verlass. Und jedenfalls, er arbeitet halt eben am Hauptbahnhof halt eben für die Fahrgastinfo beziehungsweise halt eben für die Bahnsteigsaufsicht auch gelegentlich, und ich finde es ja immer schön, wenn du dann so Geschichten von ihm zu hören kriegst, wie zum Beispiel, wenn aus Polen ein IC kommt halt eben und da steigt entspannt erstmal ein Hirte aus mit seiner Schafherde. Wunderbar, also solltet alles schon jedem haben, und warum denn auch nicht? Das sind Geschichten, die das Leben schreibt, das ist doch herrlich. Wenn du sowas live mit ansiehst, ist doch schön. Sei dankbar, sowas passiert nicht jeden Tag. Das macht das Leben ja auch erst lebenswert. So, jetzt sind wir schon am Leopoldplatz, dann sind wir eh bald schon Richtung Oslo, sind wir eh schon bald an der Osloer Straße. Lange dauert es nicht mehr. Haben wir die U9 bald schon abgekachelt, abgefahren. Warten wir noch, bis die Fahrgäste alle drin sind und dann... Mäh. Shukri, bist du's? Also, um Gottes Willen, das soll jetzt, aber, ja, wenn man Menschen aufzieht, ein bisschen ärgert in den Punkt, dann machen wir auf der Arbeit immer ganz gerne zum Thema und schon, aber, wie soll ich das sagen, dieser Kollege kann auch, aber auch ein Schaf so dermaßen mit der Stimme gut imitieren, und wenn du dann auf der Baustelle dich so in die Arbeit konzentrierst beim Mauern oder so zum Thema, und dann kriegst du mittendrin das, dieses Geräusch um die Ohren geschlagen, ja, also, sorry, ich gehöre zu den Leuten, ich muss da einfach lachen. Vielleicht schaffen wir auch dieses Jahr noch die 300 Abonnenten. Ich würde mich riesig freuen. Ich würde dann auch halt eben, wie gesagt, zum Jubiläum des 300. Abonnenten würde ich dann auch ganz gerne einen Livestream machen. Das wäre so mein Vorschlag. Da würde ich euch dann ganz gerne mal... Nauner Platz. Ah, wir sind vorletzte Station. Nee, da würde ich euch dann ganz gerne mal einen Livestream machen, halt eben, wie gesagt, in dem Punkt. Und da könnt ihr dann einfach spontan entscheiden, was, wie, wo, wann ihr zockt wird in dem Punkt. Und... zum gegebenen Zeitpunkt, wo ich dann live bin, da gebe ich dann aber auch rechtzeitig vorher noch mit einem Infovideo bekannt halt eben, wann der Stream stattfindet halt eben, wie gesagt, da kann man sich ja dann auch ausloten, damit die meisten das auch zeitgünstig dann miterleben können in den Punkten, wie, wann, wo, da wird das machen in dem Fall, und dann ist das auch kein Problem. Aber das würde ich auf jeden Fall ganz gerne machen in den Punkten halt eben. Also wenn wir dann die 300 Abonnementen, ich sag mal Abonnementen, weil können auch Abonnenten sagen, aber Abonnementen klingt immer lustig, ja. Wenn wir die dann zusammen haben halt eben, wie gesagt, würde ich als Dankeschön an euch natürlich ganz gerne noch einen Livestream machen, das ist ganz klar. Hoppala, jetzt die Tür wieder aufgemacht. Ups, mein Fehler.
So, jetzt. Warte, psst, kannst du mal raten? Guck mal, den A-Knopf gedrückt hab. Da hat uns jetzt der Geschwindigkeitsmesser 1 drin gedrückt. Jetzt muss ich die F1-Taste drücken, um dem entgegenzuwirken, damit er mich da jetzt nicht blockiert. So. So, Endstation. Bitte alle aussteigen! So. Die Türen auf. So, dann damit halt eben, wie gesagt, zeigt schon mal auf jeden Fall jetzt an der Stelle, danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen halt eben. Würde mich natürlich wieder ganz klar freuen in den Punkten, wenn ihr mir wieder ein paar Kommentare unten hinterlasst halt eben, wie gesagt, also beinhalten natürlich jetzt Kritik halt eben in den Punkten, wenn euch jetzt was nicht gefallen hat in den Punkten oder aber, ich sag mal in den Punkten, wenn ihr jetzt noch Vorschläge, Wünsche, Anregungen fürs Programm habt oder sonst irgendwas zum Thema, alles bitte unten rein zum Thema, ich nehme das zu Herzen, ich lese mir das auch wirklich durch und... Wie gesagt, wenn es gefallen hat, Däumchen nach oben. Wenn nicht, dann Däumchen nach unten in den Punkten. Ehrliche Kritik ist mir immer die liebste. Und wie gesagt, abonnieren nicht vergessen. Dann bleibt man auf dem neuesten Stand und bekommt die Benachrichtigung für die neuesten Videos, die es da bei mir so gibt. So. Ah, die Bremse ist noch nicht ganz so. So. So, dann fahren wir rein in die Kehre. Da steht schon ein Dora-Wagen. Gehen wir hier schön mit Seitenwerbung drauf. Leiser. Drossbar. Kaufhof. Herrlich, schön. Echt schön. Dahinter steht noch ein F. Ein F76-Zug. Und ja, Skytech wendet falsch, weil darfst du mich gerne korrigieren. Ich bitte drum. Aber ich hoffe, das war richtig, aber habt ihr identifiziert als F76-Zug? Ich hoffe, es stimmt. So, da ist auch schon der Präbock. Damit stehen wir jetzt am Endstück halt eben, wie gesagt, herrlich schön abschließendes Bild eigentlich an und für sich. Ja, damit sage ich euch dann auf jeden Fall nochmal Dankeschön fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder zuschaltet halt eben. Und dann, wie gesagt, bleibt's gesund, bleibt's munter, bleibt's fröhlich in den Punkten halt eben. Und wie gesagt, bis zum nächsten Mal, gell?